Peace, Leute. Heute geht's darum, wie du glücklich wirst. Wie du glücklich wirst, eine innere Zufriedenheit erlangst. Es schaffst, in den Moment zu kommen. Erster Punkt, um glücklich zu werden, musst du dich ausdrücken. Ausdrücken, wie ich zum Beispiel hier mit den Videos, einfach sagen, was du denkst. Du solltest vor jedem sagen können, was du denkst, was du fühlst. Du solltest dich niemals verstellen, du solltest immer ehrlich sein. Wenn du heute keine Lust hast zu arbeiten, sei ehrlich. Ruf an, sag, hey, ich fühle mich heute nicht so gut. Kein Bock zu arbeiten. Lebt euer Leben selber. Und seid ehrlich. Drückt euch selber aus. Jedes Kind macht's. Jedes Kind drückt sich selber aus. Ehrlichkeit kommt dir auf Dauer immer weiter. Und die meisten Leute werden eure Ehrlichkeit schätzen. Und diejenigen, die es nicht schätzen können, sind es nicht wert. Mit denen braucht ihr euch auch nicht abgeben. Jedes Kind drückt sich eben aus. Wenn es glücklich ist, dann lacht's. Dann weint's. Und in der nächsten Sekunde lacht's wieder, obwohl es gerade geweint hat, was für uns Erwachsene völlig absurd klingt. Das Kind drückt sich einfach aus, es denkt gar nichts nach, ist völlig im Moment. Und das ist auch der Weg. Wenn du dich nicht ausdrückst, dann unterdrückst du immer was. Und dann frisst du das in dich hinein. Und irgendwann kommt es hervor. Und irgendwann lässt es unkontrolliert raus. Unterdrück deine Gefühle nicht. Um glücklich zu werden, musst du dich selbst ausdrücken können. Und musst es auch einfach tun, egal was die anderen denken. Und meistens werden sie es zu schätzen wissen, beziehungsweise du wirst dadurch auch die Leute anziehen, die du brauchst und die dich auch weiter voranbringen. Und dadurch wirst du auf jeden Fall glücklich, wenn du dich ausdrückst. Zweiter Punkt, um glücklich zu werden. Du musst dir bewusst machen, dass alles, was du in deinem Mund tust, alles, was du konsumierst, eine Auswirkung auf dich hat. Sei das Fernsehen, sei das Medien, Radio und so weiter, alles hat eine Auswirkung auf dich. Und du solltest bewusst und achtsam konsumieren. Wenn du irgendeinen Junkfood, irgendeinen Burger in dich reinstopfst, es hat Auswirkungen. Es macht dich vielleicht, mag dich kurz befriedigen, aber auf Dauer wirst du davon nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Du wirst davon unglücklich werden. Alles hat eine Auswirkung eben. Achte darauf, was du isst. Dritter Punkt, um glücklich zu werden, ist, in den Moment zu kommen. Einfach durchatmen, den Atem beobachten oder dich immer wieder fragen, was mache ich gerade? Buddhistische Lehrer machen es oft so, dass sie ihre Schüler zwischendrin einfach mal fragen, was machst du da gerade? Damit er einfach selber mal drüber nachdenkt, in was für einer Situation bin ich gerade, was mache ich gerade? Und wenn du dir bewusst machst, was du gerade machst und achtsam bist oder auf deinen Atem achtest, dann kommst du in den Moment und nur im Moment kannst du glücklich werden. Und im Moment gibt es auch keine Probleme. Deine Probleme sind immer Projektionen auf die Zukunft, auf die Vergangenheit, die so schlecht war, vor der du Angst hast, die Zukunft und so weiter.
Wenn du im Moment bist, gibt es keine Probleme. Wenn du wahrnimmst, was direkt passiert und einfach wahrnimmst, dann gibt es keine Probleme. Dann bist du glücklich. Vierter Punkt ist eben Achtsamkeit. Eigentlich ähnlich wie im Moment kommen. Wenn du achtsam bist, bist du normalerweise im Moment. Wenn du Dinge, wie gesagt, achtsam machst, stell dir die Frage, was mache ich gerade? Beobachte dich selber beim Denken. Was denkst du gerade? Denkst du gerade an irgendwelche anderen Sachen und machst mit deinem Körper was anderes? Sei immer bei der Sache. Sonst kannst du es gleich bleiben lassen. Nur was du mit Herz machst und was dich erfüllt, wenn du das machst, zählt am Ende. Fünfter Punkt, um glücklich zu werden. Geh in die Natur, jeden Tag. Du merkst es einfach, wenn du dich eine Stunde jeden Tag in der Natur aufhältst, dann wirst du automatisch ein Gefühl von Erfüllung, von Entspanntheit, von deine Sorgen gehen weg. Du kommst einfach in einen glücklicheren Zustand. Mach's jeden Tag in die Natur. Sechster Punkt, handel nach deinem Herzen. Dein Herz weiß, was richtig ist. Nur was du aus dem Herzen heraus machst, erzeugt keine Polarität. Das Gehirn ist zweigeteilt, ist polar, hoch, tief, gut, böse. Es erzeugt immer beides. Wenn du nach deinem Gehirn, nach deinem Verstand handelst, erzeugst du beides. Du erzeugst immer auch Krieg. Wenn du Frieden zeugen willst, wenn du Frieden in die Welt bringen willst, wenn du gut sein willst, wirst du auch immer Böses erzeugen. Du musst in dein Herz kommen und das machen, was dein Herz erfüllt. Und dann wirst du auch aus dieser Polarität raustreten können und in ein Einheitsbewusstsein eintauchen können. Siebter Punkt. Vergiss Arbeit. Tu, was du liebst. Du wirst irgendwann dafür Geld bekommen. Aber tu, vom Rumsitzen wirst du kein Geld bekommen. Aber Geld sollte nicht das Ziel sein. Geld ist ein Nebenprodukt. Also tu, was du liebst. Und zwar jeden Tag. Tu jeden Tag, was dich erfüllt. Wenn du es liebst, Musik zu machen, mach jeden Tag Musik. Ich liebe Inliner fahren. Ich gehe ins Skatepark. Und ich versuche es jeden Tag zu machen. Und ich versuche andere Dinge, die ich liebe, jeden Tag zu machen. Ich mache jeden Morgen Yoga, ich mache jeden Tag Sport, ich bewege mich jeden Tag, weil ich es liebe, weil es mir gut tut. Und dadurch wirst du glücklich. Achter Punkt, wiederholt sich eigentlich schon wieder, heißt nichts unterdrücken. Also dich eigentlich ausdrücken. Wenn du was unterdrückst, dann verdrängst du es, du frisst es in dich hinein, es wird irgendwann unkontrolliert rauskommen. Drück dich aus. Ja. Sehr wichtiger Punkt. Deswegen habe ich es nochmal mit reingebracht. Nichts unterdrückt. Das sind meine Tipps, wie du glücklich wirst. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, postet sie einfach unter dem Video. Und ich denke, es ist einfach wichtig, jeden Tag zu tun, was du liebst. Tu jeden Tag, was du liebst. Drück dich aus. Sei kreativ. Tu, was du liebst. Beweg dich jeden Tag. Stopf keinen Müll in dich rein. Achte drauf, was du konsumierst. Sei achtsam. Komm in den Moment. Atme durch. Und du wirst glücklich und frei werden. Peace.